So, nächste Folge hier bei TechTree. Ach, und uns ist soeben der Strom ausgegangen. Ich könnte mal wieder die Menü aktivieren. Denn es ist Nacht und nachts haben wir leider keinen Strom. Ja. Wir dürften jetzt eh 37. Sollte eigentlich reichen. Mal gucken. Falle ich hier mal wieder rein. So, auf zum Haus. Tagfix machen. Mann, haben die da oben mal einen Riesenturm. Nein, nein. Nicht von schlechten Eltern auf jeden Fall. Aber ich glaube, 37 reichen nicht. Noch fehlt. Das könnte knapp werden. Das könnte sogar reichen. Eins und drei. Wenn hier drei fehlen, dann haben wir es. Eins, zwei. Oh, perfekt. Perfekt, Mann. Punkt genau, das ist gut. So, das heißt, soweit, die Außenwände stehen schon mal. Dann kommt jetzt eine Decke rein. Am besten, was machen wir die? Das Kabel? Ne, das ist nur ein Stone. So, machen wir den. Laden uns den Stone für AKW. Da ist Stone. Das wird eh immer wieder nicht reichen. Ist noch ein wenig Dirt. Wenig Dirt. Steigen wir mal wieder aufs Dach. Hier gleich mal die ganzen LVs, jetzt zwei LVs Solar Arrays, können wir dann hier direkt mal draufsetzen dann gleich. Jetzt mal ein schönes Haus. Na, scheiße. Alte Dirt-Treppe. Passt. So, brauchen wir mal Glasfiberkabel. Nehmen uns schon mal ein LV. Das kann ja was anders machen.
So, wir lassen hier die Decke weg. Und genau da, wo man die Decke weglassen will, dann fängt es natürlich an zu regnen. Ach ja, so viele Leute. So. Dann stellen wir unser altes doch irgendwie hoch. Irgendwo, ich glaube weiter oben war das Solarray. Ach komm, wo ist es denn? Zeig dich. Da ist es doch. Aha. Kabel mit. Zwei Generatoren. Kabel. Oh, das kann sein. Scheiße. So, glaube ich, ein Messerator. Das wusste ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, das hier. Wow, nicht 64. So. Ah, halt jetzt. Solarray kann man gleich hochschmeißen. So. Furnace, den können wir eigentlich gleich einbauen, mal kurz. Zumindest.
Friedhof. Ich habe eh genug. Dank unserer lieben Nachbarn. Jo, das Grundstück ist auch größer abgezäunt wie vorher. Gehen. Also gerade mal gucken können, was brauchen wir denn für eine Bedbox? Zum Beispiel einfach mal. Ah, oh, Mann! Schreib mal kurz. Sorry, falscher Mod. So. Kopperkabel und eine RE-Batterie müssten wir doch auch noch irgendwo rumliegen haben. Wenn ich die bekommen habe. No. Gucken, hier liegt keine drin. Hier liegen auch keine drin. Ah. Warte mal, wo ist es? Da ist das Unimeter. Ich dachte gerade schon, es wäre weg. Also, was brauchen wir für eine RE-Batterie? Zinn, Redstone und Copper. Hier ist Redstone raus. Zinn nehmen wir auch. Haben wir toll, haben wir fast ganz mehr. Aber Zinn, Ohr. Alles gut, nehmen wir das mal. Redstone. Und Kopperkabel rüber genommen. Oh, isoliert. So. Ist auch keine drin. Okay, dann müssen wir das kurz brennen. Hier unser Ofen. Slash time set 0. So, der Strom. So, hier haben wir nochmal unisolierte Rubber. Kopperkabel, was brauchen wir nochmal dafür? Redstone. Dann 2, 3. Zinn. So, das reicht nämlich eh schon. Zinn. Nicht. So, 14 brauchen wir noch. So wie, danke, lieber Hof. So, das heißt, wir haben die 3 RE-Batterien. Kabel, Holz brauchen wir noch. Aber davon haben wir jetzt mittlerweile auch genügend. Oh ja, bin ich langsam momentan noch so. Überlänge haben, aber ich will jetzt die Bedbox noch kurz craften. So, bam, 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 bam. Und wir haben eine Bedbox. Da können wir schon Energie speichern.
Fühlt sich. So, dann beende ich jetzt die Folge. Und auch die. Jetzt habe ich zwei Aufnahmen gemacht, das muss reichen erstmal. Und beende es jetzt auch gleich die Folge und die Aufnahme. Und wünsche euch einen guten Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.